Der türkische Angriff ist seit einem halben Jahrhundert das erste solche Ereignis zwischen einem NATO-Land und Moskau. In den Medien gibt es Sorgen, die Beziehungen zwischen der Allianz und Russland könnten nun in die Zeiten des Kalten Krieges zurückfallen. Die Türkei wurde von ihren NATO-Alliierten in der Verteidigung ihres Luftraumes unterstützt. Laut Russlands oberstem Diplomaten wurden während eines Notmeetings gegenüber Ankara jedoch auch einige harsche Worte gesagt. Die Art, in der die NATO-Diskussion verlief, ist uns bekannt. Sie war sehr hitzig. Die Türkei wurde für den Angriff auf das russische Flugzeug zurechtgewiesen. Wir wissen außerdem, dass nicht alle mit der Aussage des NATO-Generalsekretärs einverstanden waren. Während die NATO alle auffordert, ruhig zu bleiben und eine Eskalation in Europa zu vermeiden, gibt es wachsende Sorgen, dass Ankaras aggressive Handlungen dem IS helfen. Ein weiteres Mal gibt es Anschuldigungen bezüglich eines illegalen Ölhandels mit der Türkei. Grundsätzlich sollte so etwas nicht passieren. Diplomatisch ausgedrückt bestehen wir schon seit Jahren darauf, dass der Türkei die Ohren lang gezogen werden. Auch wenn dieses Land ein NATO-Mitglied ist, hat es die terroristischen Gruppen, die Syrien destabilisieren, heimlich extrem begünstigt. Die Türken kaufen Öl vom IS. Wir haben Beweise, dass beinahe das gesamte Öl, das der IS verkauft, direkt in türkische Raffinerien geht. Es macht nicht einmal Umwege. Die Handelsrouten führen direkt zu türkischen Firmen, die das Öl verarbeiten. Die Absprachen zwischen der Türkei und dem IS sind evident und das sorgt für ernste Bedenken. Präsident Erdogan hat mehrere Ziele. Sein erstes lautet, Zugang zu Öl in irakisch-Kurdistan zu erlangen. Zweitens will er die Kontrolle über Nordsyrien übernehmen und eine Pufferzone einrichten. Und schließlich gibt der Kampf gegen den IS Erdogan eine Rechtfertigung für die Militäroperationen gegen die Kurden in Syrien und eine Ablenkung von dem hegemonialen Gebaren der Türkei. Erdogans Politik ist wahnsinnig gefährlich.